müssen Christen den Sabbat halten. Da gehört doch das Sabbatgebot zu den 10 Geboten. Und wer von den Christen hält eigentlich den Sabbat ein? Da ist doch irgendwie etwas faul. Nun, das Gesetz vom Sinai, für wer war das? Für alle Völker? Nein. Das Gesetz vom Sinai war nach 2. Mose 19, 20 und so weiter, war für Israel. Und der Sabbat war ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Nie zwischen Gott und den Völkern, sondern zwischen Gott und Israel. Das Sabbatgebot war ausdrücklich Israel gegeben. Nun, erklärt das Neue Testament, Christus ist für die durch den Glauben an ihn Gerechtfertigten das Ende des Gesetzes. So steht es in Römer 10, Vers 4. Und durch seinen Tod am Kreuz, Galater 3, 13 bis 14, hat er alle, die unter dem Gesetz vom Sinai waren und an ihn geglaubt haben, von dem Fluch des Gesetzes freigemacht. Also, dass die Zeitperiode des Gesetzes ging von der Gabe der Tora am Sinai, 1500 vor Christus, bis 32 nach Christus, wo Jesus Christus gestorben ist. Nun ist Folgendes zu sagen. Für Juden ohne Christus gilt das Gesetz vom Sinai nach wie vor. Das ist nie abgeschafft worden. Ein Jude, der nicht an Jesus als den Messias glaubt, muss alle Gebote einhalten. Und sonst ist er unter dem Fluch Gottes. Und das steht ausdrücklich im Neuen Testament, 1. Timotheus 1, Vers 8, da wird ganz klar gesagt, für Menschen, die nicht errettet sind durch Jesus Christus, für sie ist das Gesetz und man muss das Gesetz auf sie anwenden und ihnen zeigen, schaut mal, das müsst ihr einhalten. Und wenn sie dann sagen, das kann ich ja gar nicht. Ich habe mich so bemüht, seit 25 Jahren versuche ich nach der Tora zu leben und ich merke, er kann es nicht. Dann kann man sagen, ja, dafür ist Jesus Christus gekommen, um das Problem unserer Schuld zu lösen. Und wenn du deine Schuld brutal ehrlich vor Gott bekennst und bereust und dankst, dass Jesus Christus an deiner Stelle dort am Kreuz gestorben ist und den Fluch auf sich genommen hat, dann bekommst du Vergebung, ewiges Leben und du wirst vom Gesetz des Sinais weggeführt. Aber nicht so, dass man gesetzlos wird. Das ist nicht so. Für Errettete gilt das Gesetz des Christus. Und schauen Sie, in Galater 6, Vers 2, sagt Paulus, in dem Brief, wo er nichtjüdische Gläubige warnt, dass sie nicht sich unter das Gesetz vom Sinai stellen sollen, da sagt er, einer trage des anderen Lasten und also erfüllt das Gesetz des Christus. Ja, dann sind wir doch unter Gesetz. Ja. Nicht unter dem Gesetz vom Sinai, sondern unter dem Gesetz des Christus. Und dieser Ausdruck, das Gesetz des Christus, ist ein Begriff aus der rabbinischen Theologie. Da finden Sie zum Beispiel, findet man das in dem Midrash Kohelet, da steht Torato shel Mashiach, also die Tora des Messias, die kann man nicht vergleichen mit dem Gesetz, mit der Tora, die wir jetzt lernen. Wenn der Messias einmal kommt, wird er uns eine ganz neue Tora bringen, die viel höher ist, als was wir jetzt haben. Nun, ich will erklären. Die 10 Gebote sagen zum Beispiel, du sollst nicht stehlen. Das Gesetz des Christus sagt in Epheser 4, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite mit deinen Händen, damit er dem Bedürftigen mitteilen kann. Also nicht nur einfach, du sollst nicht stehlen, sondern wer gestohlen hat, stehlt nicht mehr. Aber er soll positiv sogar etwas tun, damit er solchen, die zu wenig haben, geben kann. Oder das Gesetz vom Sinai, die 10 Gebote sagen, du sollst nicht Ehe brechen. Nun, es gibt Ehen ohne Ehebruch und es ist eine Katastrophe. Das heißt noch lange nicht, dass die Ehe funktioniert. Du sollst nicht Ehe brechen, heißt einfach, du sollst nicht Untreue begehen. Aber das heißt noch lange nicht, wie die Beziehung ist untereinander. Aber das Gesetz des Messias sagt in Epheser 5, 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat.
Ein Mann, der bereit ist, für seine Frau zu sterben. Das löst einige Probleme. Ja, ich meine, nein, ich meine so Probleme, wenn ein Mann irgendwie Probleme hat, wie soll ich meine Autorität durchsetzen? Man muss sich mal fragen, wie könnte ich für meine Frau sterben? Das ist das Gesetz des Messias. Merken wir, das ist alles auf einer viel höheren Ebene. Es ist aber nicht Gesetzlosigkeit. Das Gesetz des Messias ist nicht, man kann Ehebruch treiben, man kann stehlen. Nein, es erwartet viel mehr. Das ist das Gesetz des Christus, unter dem steht der Erlöste, der Gläubige heute. Aber in dem Gesetz des Messias wird das Sabbatgebot nicht wiederholt. Man findet, zum Beispiel von den 10 Geboten findet man 9, aber ganz neu formuliert. Nicht mehr du sollst nicht, sondern wer gestohlen hat, stehe nicht mehr. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Ganz mit einer Selbstverständlichkeit, aber man findet keine Wiederholung des Sabbatgebots. Aber wie kommen wir zu dieser Lösung, dass es da nicht Widersprüche gibt? Eben weil wir Übersichten schaffen in der Heilsgeschichte und sehen, wie Gott durch die ganze Geschichte hindurch verschiedene Zeitabschnitte hat, wo auch unterschiedliche Prinzipien, unterschiedliche Einrichtungen eine Rolle spielen.